So, dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession. Mir ist gerade die Luft weggeblieben bei der Begrüßung, sowas. Was möchten wir heute machen? Ich habe ein bisschen, kleines bisschen vorbereitet. Zum einen sieht man hier im Tank, habe ich ein paar Enderperlen quasi geschmolzen für unseren Big Reaktor später. Denk mal, wir werden bald damit umziehen. Ich habe nämlich auch mal Energiezellen gemacht. Ich habe mal hier eine drunter gesetzt. Die habe ich beim Big Reaktor aufgeladen. Jetzt unterstützt die mich hier so ein bisschen beim Produzieren. Und was habe ich noch gemacht? Lass mal kurz schauen. Kann man zwischen. Nein, gut. Ich habe die Windmühle. Ich habe eine Windmühle draus gemacht. Jetzt eigentlich sollte es ja erst ein Silo werden, aber jetzt habe ich doch eine Windmühle draus gemacht. Das Windrad fehlt natürlich noch. Das kommt mit der Zeit. Das kommt später. Da müssen wir mal noch ein bisschen warten, bis das kommt, denn ich muss erstmal hier warten, bis hier unser. Hier habe ich Hemp angepflanzt, bis das ein bisschen gewachsen ist, weil dafür brauche ich ein bisschen. So, und sonst. Wie gesagt, hier habe ich Hemp angepflanzt. Das habe ich erst vorhin gemacht, also vor ein paar Minuten eigentlich. Und das wächst jetzt erst noch. Und sonst, was haben wir noch, gemacht? Nichts weiter, glaube ich. Hier unten, glaube ich. Nein, das haben wir alles. Das war alles schon. Ich habe ab und zu mal hier Kiste geschaut. Ach du meine Güte. Also, auf jeden Fall, gewisse Köpfe kriegen wir. Das ist immer schön. Um das Gold will ich mich hier auf jeden Fall mal kümmern. Das könnten wir vielleicht doch jetzt mal in Angriff nehmen. Das wäre meine Idee. Diese verzauberten Sachen, die werde ich noch behalten. Die werde ich bald auch wegschmeißen. So. Okay. Nebenbei haben wir eigentlich. Ich muss mal gucken. Mir fällt nämlich gerade so ein. Ich habe mich gar nicht um Zuckerrohr gekümmert, so quasi. Ne? Ich brauche aber demnächst bald einiges. Ja, okay. Zucker haben wir auf jeden Fall jede Menge, aber ich brauche Zuckerrohr für Papier. Okay, das sollte vielleicht ausreichen. Okay. Dann machen wir mal Folgendes. Soll ich es umziehen? Ich weiß noch nicht. Genau, ich wollte noch mal Obi. Ich wollte noch mal ein Stäckchen nachwerfen. Boah, die Maschine ist so laut. Zack, zack, zack. Weil ich weiß nicht, ob das wirklich reichen wird. Ach stimmt, das habe ich auch vorbereitet, genau. Gehen wir gleich hin, gehen wir gleich hin. Was wollte ich noch? Nicht lecken, danke. Das habe ich vergessen, jetzt war ich ganz Gold rum ankommen, genau, Gold. Und zwar, nehmen wir mal zum Beispiel hier so eine golden Chestplate, zum Beispiel. Ne, dann gucken wir mal, was die kann. Also zum Beispiel eben Jawcrusher kann man aus Goldnuggets machen. Das geht im Übrigen auch mit angeschlagenen Sachen. Also mit angeschlagenem Gold. Da kommt immer Goldnuggets raus. Den möchte ich gerne mal machen. Ich kenne den gar nicht, weil ich weiß gar nicht, mal gucken. Ich bin völlig unvorbereitet, was den angeht. Guck mal, da kann man aus Erde Leben machen. Das ist doch auch was Schönes. Ich guck mal, ob der dann hier so Jaw Crusher, nicht Krische, Crusher hier. Hyper Jaw Crusher. Gucken wir mal. Scheint ja machbar zu sein. Gucken wir mal, was Ding herstellen können. So, Batterie. Guck mal, wir haben sogar eine. Schick. Ein Food-Prozessor, was braucht der denn? Eisenzahn? Ich mach mal zwei von diesen Food-Prozessoren.
ein Schwert, zwei Schwert. Und dann das und Diamantschwert brauchen wir noch. Kriegen wir auch hin. So, Hyper-Choke-Rasche. Ich nicht ran, der braucht 100 pro Energie. Haben wir denn Energy? 9 Stück. Ich weiß nicht, ob die noch reichen werden. Wir gucken einfach mal. Boah, die Maschine ist so laut. Wir gehen mal. Okay. Wir gehen mal zur Mobfalle und schauen, ob wir den da direkt vor Ort anschließen können. Das wäre doch mal eine schöne Option. Das ist ja nur Items. Strom hätten wir zum Beispiel ja hier, ne? Ja, dann. Okay, die Items kommen ja auch hier an. Da könnte ich die vielleicht vorher. Ne, dann kann ich die vorher schon rausziehen. Die. Also wenn ich jetzt hier quasi noch eine Zwischenkiste mache, ne? Eine Zwischenkiste. Alles rausziehe außer Gold. Na gut. Schwierig. Na, gucken wir mal. Gucken wir mal. Mit den neuen komme ich hier, glaube ich, nicht ganz hinter, oder? 1, 2, 3, 4, 5, das wird bei weitem nicht reichen. Wir versuchen es mal. Ah ja, da ist ja unser Tunnel für unser Wartungstunnel. Lass mal gucken. Ich würde noch ein paar machen sollen, das wäre bestimmt doch so am einfachsten gewesen. Wenn ich dann hier hochgehe. So. Und so. Ja. Und so. Na gut, stellen wir ihn jetzt erstmal dahin. Der braucht Energie. Hyper-Jaw-Crusher. Interessant. Gib mir mal hier so eine Hose. So. Zack, Goldnuggets. 56 Stück. Ja, das ist doch recht heftig, oder? Mal gucken. Wir müssen weniger rauskriegen, glaube ich, oder? 56. 56. Kriegen wir da immer 56 raus? Egal wie gut die Haltbarkeit ist. Gut, die sind sowieso fast alle gleich hier. Die hat auf jeden Fall mehr als die da. Gucken wir mal. 40 Nuggets immerhin. Und hier auch 40. Ja, okay. Klar, machen wir sofort. Gibt es auch mehrere Reihenstück? Nein. Muss ich echt einzeln machen. Das ist dann doof. Dann kann ich das irgendwie schlecht automatisieren, weil hier ist so viel Platz, ne? Mit dem Automatisieren schwierig. Klar, wenn ich es rausziehe automatisch, dann klatsche das alles in alles rein. Dann, ja. Ja, sobald zwei drin sind, ist vorbei. Das müsste ich vielleicht mit einem Art Timer machen oder so. Das wäre eine Option, ne? Mal gucken. Ja gut, ich würde wahrscheinlich hier auf Kamera noch ein bisschen Goldnuggets farmen. Ja. Ist doch vielleicht ein bisschen overpowered, weiß ich nicht. Mal schauen. So, wenn ich jetzt schon hier bin, kann ich auch mal gerade. Ist ja bestimmt scharf auf diese Päckchen, oder? Soll ich die vielleicht auch mal auspacken? Ja, eigentlich wollte ich eigentlich sowieso eine Aufnahme machen, komm. Lass mal halt nochmal da, was davon da.
So. Packen die gleich zu Hause aus. So, eigentlich sind wir ja zu Hause, aber in unserem alten Zuhause noch. Ah, übrigens, die Baumform habe ich mal abgestellt. Aktuell brauchen wir nicht so viel Holz und das Ding ist immer so laut. So. Alles klar. Das weg, das weg, das weg. Ein Food-Prozessor wollte ich mir auch mal angucken. Aha. Brauche auf jeden Fall auch Energie. Ist dann einfach Rezepte. Aus diesem Klamm, Klamm, Dust, Elche, okay. Aha. Okay, ja, gut, gut, gut. Gut, gut. Das Weizen mit Reis, auch gut. Mincet Pumpkin. Kann Mincet Chocolate. Okay. Nicht übel. Nicht übel. So. Naja, die Enderperlen weg. So. Es wird sowieso voll werden und daher bleibe ich gleich mal hier stehen. So. Oh. Oh, komm auch leer. Klingel, 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 da klingelt der Geldbeutel. Potion of Harming, yay. So, je. Ich will mir das alles mit Potions zu. Die muss ich mal noch alle rausholen. Ah, Soulbound, oh cool, perfekt. Muss ich selber machen. Ein Wisstone. Slowly recharge held once. Aha, Golden Axt. Das. Ja, Enderperlen, Diamanten, Smaragde. Lederrüstung, ja gut. Golden Apfel. Münzen, jede Menge. Tränke. Zack. Noch ein Soulbound-Buch. Schön. Schwerter. Ach du Gott. Okay. Ich klicke erstmal so. Cool. So. Noch mehr Gold. Zack, 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 zack. Was ist denn du? Jump Boost. Okay. Brauchen wir das mal nicht, aber okay. So. Okay, was wollte ich jetzt noch machen? Genau, den haben wir jetzt erledigt. Das Gold-Dings. Das wollte ich mal testen. So, und jetzt würde ich gerne. Ich habe keinen, schade. Survival. Survival Generator.